Krass, Nein. Gebot der Tapferkeit. Vielleicht Ja, irgendwie. ich habe nämlich Schlachthaus bekommen, das ist das nächste, nachdem man 50 von denen getötet hat und du hast nur 25. Jawohl. Ja. Die Elite, 25 Elite gegen Champions selten oder Einzelgänger im Koop-Modus. Oh ja. Ja, du hast ja bestimmt auch schon 10 Jahre Koop gespielt, also. Aber wir sind ja richtig. Jetzt Oh wartet je. mal. Ich will hier ein bisschen. Hey! Warte, hey! Oh Oh, Gott! Scheiße! Renn, renn, renn! Wo ist der? Wer? Du! Ja, ich hab doch gesagt, wartet. Ja? Der kam schon durch die Tür gebrochen. Komm mal aus der Tür raus! Noch nicht. Macht überhaupt Schaden? Wer? Der Gegner. Ja, Nö. mir schon. An mir schon. Ja, und Die jetzt bevor wir Untergebenen werden irgendwas aus Menschen Oh, ein Zauberstab, leichten leg ihn gewartet her! Die ohne mal. ordentliches Warte mal, Begräbnis in was? Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern, verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Oh, Ich geil! konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Guck mal, ich habe einen Leuchtenstab. Ein Magic-Stick. Cool. Und der ist legendär, oder was? Der ist legendär. Warte, kann man das posten? Ja. Ja, du musst in den Chat tun. Ist jetzt nicht das Größte, aber für den Anfang reicht das so. Ich glaube, das ist der stufenkleinste legendäre Gegenstand, den ich jemals gesehen habe. Ja. Den ersten, den ich gesehen habe, der war Stufe. Genau. Ich glaube mal Stufe 16 oder so. Und den habe ich vom Skelettkönig gekriegt. Der Bigger Boss. Wie Oh du, wow. was ging die Woche? Zähl Leute auf, wenn du Mikro zu früh bist. Das hört man jetzt voll in der Ja. Aufnahme. Ja, das ist bei mir gerade voll ausgeschlagen, der Pegel. Oh, ey. Mecker, mecker, mecker. Mecker, 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 oder was? Noch mächtiger. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oh, was ist das? Cool. Was war das? Himmlische Streitross. Oh, was kommt jetzt? Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Toll. Den Kreuzzug hält nichts auf. Oh, Nebenhand habe ich jetzt. Nebenhand. Ich muss zurückkehren. Oh, Stadtportal haben wir freigeschaltet. Ja. Hab ich irgendwas, was ich brauchen kann? Ja, das. Hey, die sind schon weg. Ja, wir sind, können sie Lassen die mich einfach allein in diesen dunklen Schmodderkeller. Wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann folgt mir und perfektioniert euer... Wow, ich habe schon einen besseren Schild bekommen. Als den. Ich habe die Krone. Onkel Norbert. Endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Wenn es mir dazu dient, den gefallenen Stern zu finden, werde ich ihm ein Ende setzen. Let's go.
Guck mal, ich habe ein Buch in der Hand. Wir haben übertreiben hier mit seinem Streit. Mit seinen OP Level 15 Fähigkeiten. Ja. Wobei, das sind Level 15. Das habe ich dann auf Level 11 oder so gekriegt. Oh mein Gott, da schießt was. Ein Skelett. Voll unfair, ihr läuft immer voll vor. Mhm. Wir sollten den Nekromanten töten. Super. Och mal, der ist voll zerfetzt, so hat er Boom nicht gemacht. Nicht genug Zorn. Ich mag die Fähigkeit. Kann man den Run sogar noch verändern? Nur Spreu im Winde. Noch mächtiger, Baby. Abprallfeld. Hey, wie wär's, wenn wir hier nach hier unten gehen? Da sind so ein paar Gegner. Geil. Jo. So. Guck mal, Pikachu! Also wollen wir gleich nach da hinten unten gehen. Ja, komm. Hä? Wie ist er da runtergekommen? Hey, ich kann springen. Der springt einfach da runter. Oh, das sind 10 Meter und er springt einfach runter. Ist hier noch was? Außer Leichen und Tod. Hier lang, folgt dem Kreuz, bitte. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Oh Gott, da kommen ja fette Viecher. Ich benötige mehr Zorn. Das geht doch nicht. Segen des Lichts. Wie wär's, wenn wir hier nach unten das erforschen, oder? Oh, das ist einfach weiter drin. Nee. Hier werde ich gerade angegriffen. Oh nein. Doch. Wir werden ihn verlieren. Den Level 16 Kreuzritter. Der ist schon eiskalt Level 16.
Ja, der, das Level richtet sich am Level höchsten. Jetzt werde ich mich beweisen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich dann später irgendwie drei Level über uns sein. Auch scheiße. Das tut weh. Aua, aua, Schmerzen. Schmerzen. Ich glaube mir fast, es ist wesentlich schlimmer, wenn man noch diese Laserstrahlen hat. Du meinst diese, diesen Magie-Vortex, oder wie haben wir es heißt, wo es dann diese schönen Magiestrahlen da so erschafft. Und davon ja. 10 Gegner gibt, die 10 verschiedene Dinger davon machen. Ja, und dann noch Vereisung. Vereist bist, dann auch noch dann Mörser dazu oder sowas. Oder dann solche Pisspfützen dann am Boden sind, die dir Schaden machen, dann bist du gleich tot. Nein! Gut, dann bin ich einfach zurückgegangen. Schaut so. Haltet eure Zauber auf! Mein Gott, ein Ritual! Ist unser Werk der bösen Männer! Eure Magie! Der ich bin frei! Nun, was? Sehr frei! Zu meiner Mission! Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren! Helft mir meine Ausrüstung! Wusste gar nicht, dass er heißt, das werdet ihr bald erfahren! Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich habe eine Rechnung mit dem Skelettkönig zu begleichen. Ja, der ist mir im Weg, den müssen wir wegmachen. Ja. Oh, oh. Da waren Bomben, habt ihr das gesehen, ey? Nicht genug Zorn. Das kann er nicht. In der Schildbrecher, da kann er irgendwie gar nichts. Oh, oh, ich bin tot. Tot. Aua. War dann so halbe Leben. Also, oh, ich glaube, ich bin gleich tot. Geld. Ich benötige mehr Zorn. Schon so weit vorne. Mhm. Was sagst du, so weit hinten ist? Wo ist? Ich will noch am gucken. Bringt er einfach runter, der Zelot. Der rennt da einfach hin. Und jetzt hat schon der Dings seinen. Seine Ausrüstung und wir haben den Dialog nicht gehört, das ist ja toll. Rüstung. Der war gar kein Dialog. Doch, da kommt ein Dialog. Wenn du, wenn ihr der Term, wenn der oh Term, Gott, oh Gott. Wenn oh ihr der Gott. Templer da, so gegen diese Kultisten kämpft, kommt da sowas irgendwie so, nein, ihr darf seine Ausrüstung nicht kriegen und so ein Scheiß, und dann soll er, ja doch, hol meine Ausrüstung, dann sagt er, wer er ist und so. In der Big Babbo. Der Big Babbo auf Doom. Ah ja, genau. Ich bin so der freshe Henker. Hm. Ein Boah, ich bin mit zwei Armbrüste. Cool. Bin kein Dämonenjäger. Hey, hier geht's lang. Hier gibt's einen Weg. Ich Ui, hab meinen Kreis gelogen. Oh cool, Kathedrale Ebene 4. Kommen wir gleich hin. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch, der Rauch Babbo. Er hat runter springt. Ja, der Big Babbo. Oh, was ist das? Da ist noch ein Big Babbo.
Theodor. Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Guck mal, ich habe eine Kuppel gebaut. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann sagen sie dann nicht alle vergeben. Immer diese Ausreden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Wenn diese Schriften nicht der Schlüssel zur Wiederherstellung des Glaubens der Zakarum sind, dann gehören sie in der Tat. Das ist aber auch gar nicht so laut. Nein, ich muss seine Dinge verkaufen. Verkauf seine Dinger. Wir werden in der Stadt warten, bis ihr mich braucht. Das ist super, ich dachte, er hilft uns. Wenn ihr einer Gruppe beitretet, müsst ihr den Templer so lange im Lager zurücklassen. Doch, der will uns helfen. Ja, aber nur, auch. Wenn du alleine spielst. Ja, dann könnt ihr aber die Schriftrollen nicht von uns. Ja. Das sehe ich nicht ein. Ja, ach so, ihr seid ja schon weiter. Okay. Nee, der Zillot ist woanders. Ja, dann gehen wir zurück in die Stadt. Der Zillot muss Gammeister dann eh gleich essen. Ich kehre in die Stadt. Ja, wir haben noch 5 Minuten, also easy, easy. Ja, dann verkaufen wir schnell und so und dann... Wir verkaufen Zillot? Ja. Cool, wir verkaufen jetzt den Zillot. Zillot, wir verkaufen dich jetzt. Wir verkaufen den Ebay-Lord bei Ebay. Hab ich da gerade ein Kleid verkauft? Warum hast du Kleider bei dir? Umhang. Er ist ein Mädchen. Ich kann ja hier diese Waffe mitnehmen, so. Guck hier so. Die posten könnte. Der ist mir zu teuer zum Kaufen. Oh, was ist das denn? Ich habe ab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ah, ach, hast du eigentlich schon einen makellosen imperialen Edelstein? Ich habe imperialen, bloß imperiale Steine. Ach, noch kein makellosen? Nein. Ich habe ein paar. Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Ich mag eigentlich meine Nebelimportale. Ah, da. Wenn wir so einen großen finden, habe ich aber noch nie getan. So, ich kaufe jetzt mal ein bisschen was ein. Du es nicht. Nein! Die Leute fragen sich bestimmt, für was kaufe ich mir Farbemittel? Will ich ein pinkes Equip basteln? Genau, dann will ich so aussehen wie so Freezer. Genau. Dann ja, das hässlich, ist mir wohl die hässlichsten Farbemittel, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aha. Gibt es noch mehr Farben oder sind es die einzigen? Du kannst von unterschiedlichen Händlern unterschiedliche Farben erhalten. Das ist ein ganzes Spiel. Also ist die Frage berechtigt, wofür kostet die eigentlich Farben? Von diesem Händler. Damit ich mir meine Sachen einfärben kann. Pink. Infernales. Unbedingt sehen sollte es. Wie kann ich nochmal an mein Dings ranzoomen? Ach ja, mit Z. No. So, ich kann nichts mehr kaufen. Ah, ich kann noch Schmuck kaufen. Cool. Also jetzt bin ich am besten gerüstet. Habt ihr gehört? Der alte Ruff. Ich bin am besten gerüstet jetzt also. Wie viel Schaden machst du denn? 56,37.
Ich mach 116 Schaden. Wie viel? Ich hab 506, 560 Rüstung. Ist das die Ausdauer oder was ist das? Die Zähigkeit? Nee, wie viel Rüstung ich hab. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Bei mir steht nur Stärke, Geschwindigkeit. Geschicklichkeit, Intelligenz. Achso. Dann defensiv erster Punkt. Rüstung 244. Aber ich denke mal, ich muss sowieso auf Damage gehen, weil ich ja kein. Ja. Kein Tank-Magier bin. Ja. Magier. Er ist kein tankender Magier. Wobei da ein paar Fähigkeiten gibt es, hier Schaden zu reduzieren. Ich weiß nicht, warum das ein Magier braucht. Kann man sowas in WoW? Tank-Magier spielen? Kann aber einen Tank-Hexenmeister spielen, wenn man will. Magier habe ich bloß einen, aber mit dem habe ich keine Ahnung, wie ich das spiele. Egal, ich kann meinen ersten legendären Gegenstand benutzen. Weihe, was macht eine Weihe? Weiht den Boden unter euch, ihr und eure Verbündeten werden geheilt, während ihr euch mit im geweihten Boden befindet. Ja, das nehme ich mal. Ups. Danke. Kann ich einen Gegenstand in die Dix posten? In den Chat? Cool. Indem du Enter erstmal drückst und dann über das Item gehst und dann mit Schrägstrich drauf, Linksklick draufstrickst und dann ist das im Chat drin. Was soll ich machen? Schrägstrich und dann. Also du drückst Enter und dann drückst du Shift mit linke Maustaste. Also du drückst Shift und dann gehst du über das Item und dann drückst du linke Maustaste. Bocken. Andalus. Oh, ich habe meine ganzen Dings immer eingeschmolzen, die Panzer. Habt ihr ein? Eh alle für Dämonenjäger. Ja. Habt ihr eigentlich gesehen, einen Händler, der Halskett verkauft? Nö. Doch. Welcher? Weil ich habe nur Ringe gerade gesehen. Der da hinten. Echt cool. Dann neben dem Smaragdhändler. Edelsteinhändler. Habe ich mir auch einen für den Halsen gekauft. Erzähl es mir. Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Bei mir verkauft er nur. Ringe. Und auch der Hals. Aber das ist ja. Ich warte, bis ich da was Geiles finde. Steht da. Was steht da? Giftfertigkeit versuchen, 3% mehr Schaden. Ich bin ja. Der Hexendoktor ist wahrscheinlich Gift. Habe ich keine Ahnung, ey. Ach du heilige Scheiße, welche Farbe sind denn meine Hose? Um zu helfen. Das schien mir richtig zu sein. Aber ja, das sind Pockenhosen. Ihr wurdet gerufen. Vielleicht sollte ich doch mal in Erwähnung ziehen. Gott umzufärben. Ihr wurdet dazu geboren, Monster wie die lebenden Toten zu bekämpfen. Aber ich bin doch nur ein Bauer. Aha. Ist nur ein einfacher Bauer, cool. Mal gucken, was Leas Tagebuch mal so sagt. Dadurch kriegt man zudem auch noch XP. Deswegen hat er so viel EP. Onkel Deckard ist wieder zu Hause. Ganze Tagebücher gerissen. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Gehst du schon wieder ein? Ich bin so froh. Ja, das warst du. Der Skelettkönig? Tja. Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige das kann König ich hier nicht tun. Zurückgekehrt sein könnte, ja, und um dieses mit Land zu Scheiße. Heiligen, hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Jetzt ist meine Hose braun. Mit grünen Punkten. Korb, noch ein Tod. Da würde ich mal sagen, gehe ich mir essen. Ja, okay. Dann machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut. Break. Und dann sehen wir. Dann machen wir weiter, wenn der Zylot wieder da ist. Yo! Yep. Ciao, ciao. Ciao, ciao.